Noch 3 Tage. Was ist noch 3 Tage? Noch 3 Tage Schnee. Schneegesellschaft. Leute, der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir gucken direkt mal rein. Holy Bududu. Aha. Erstmal liken, bevor wir hier irgendwas machen. Und jalla, rein da. Sponsor der 4. Staffel von Seven vs. Wild haut nochmal richtig einen raus. Aktuell kannst du nämlich bis zu 50% bei den Black Week Deals sparen. Holy ist die erste richtige Alternative. Boah, ich hasse das. Task Manager. Das ist voll oft so. Einmal bitte schließen. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? So, und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Zu ungesund. Ah, seht ihr, funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, weshalb. Keine Ahnung. Ja, wir hören dich. Okay, let's go. Yalla, rein da. Moin Leute, Holy, unser Hauptsponsor der 4. Staffel von Seven vs. Wild, haut nochmal richtig okay, einen raus. Zucken. Aktuell kannst du nämlich bis zu 50% bei den Black Week Deals sparen. Holy ist die erste richtige Alternative zu ungesunden Softdrinks. Ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen, dafür aber geiler Geschmack. Meine Lieblingssorte von Holy? Ganz klar Hydration. Mit dem Starter Set Deluxe kannst auch du deinen Favoriten finden. Probier dich einfach durch die Bestseller der 3 Produktlinien. Holy Hydration, Energy und Iced Tea. Also schnell sein und bis zum 2.12.2024 10 € Rabatt auf das Starter Set Deluxe sichern und das mit dem Thermo- oder Plastikshaker. Und zusätzlich kannst du mit dem Code 7vs5 nochmal 5 € auf deine erste Bestellung sparen. Sicher dir jetzt das beste Probierangebot, was Holy je hatte. Holy moly. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von 7 vs. Wild. Holy moly, let's go. Zuvor bei 7 in the Wild. Zuvor bei 7 vs. Wild. Tag 10 begann ausnahmsweise mit guter Stimmung, da alle eine erholsame Nacht hinter sich hatten. Doch die Euphorie wich schnell, als eine Regenfront aufzog. Joe und Joey nutzen die Zeit, um den Shelter weiter zu optimieren und eine Feuerstelle zu bauen. Mal hier die Wand zu. Joe versuchte noch ein paar Proteine zu angeln, allerdings ohne Erfolg. Okay. Der Regen wurde immer stärker und die Gruppe zog sich in den Shelter zurück. Die neue Unterkunft wurde auf die Probe gestellt, als der Regen schließlich in Schnee überging. Die Nacht aber brach herein. Aber was für ein Schnee, Leute. Richtig krasser Schnee. Das Horrorszenario nahm seinen Lauf. Ja. 10. Tag. Horror. Ach du meine Güte. Okay, es ist wirklich ein bisschen weniger als bei Schneegesellschaft. Das ist Ciudad de la Nieve. Abgestürzt in den Bergen von Neuseeland kämpfen 7 Teilnehmer. 14 Tage ums Überleben. Gemeinsam oder getrennt voneinander müssen sie sich gegen Naturgewalten, bittere Kälte und Gruppenkonflikte behaupten. Hältst jetzt erstmal die fucking Schnauze? Fritz Meinecke hat dieses Szenario entworfen, um die Teilnehmer an ihre physischen und psychischen Grenzen zu bringen. Genau, die wurden ausgesetzt in der Wildnis, Leute. Diejenigen, die nicht so viel Erfahrung haben, unterschätzen das komplett. Das hier ist absoluter Horror. Ich bin für ein normales Sandra. Leben gemacht. Leute, schon draußen. Oh, ich hasse Natur und Wildnis eigentlich, Mann. Was mache ich hier? Sad. Julia, ey, ich bin so Team Julia. Hoffentlich. Aber jede Nacht frage ich mich, wie. Du schaffst das, Girl. Seit Folge 1 bin ich bei dir. Ich bin so einer Scheiße. So down geht's. Tracy. Ihr müsst euch vorstellen, wir werden immer Lehrer. Lehrer, Lehrer und Lehrer. Stefan, ausgeschieden. So schön hier. So hart. Der reitet sich gerade richtig mehr in die Scheiße. Habt ihr sein Statement da irgendwie so ein bisschen mitbekommen? Von auf Klängern? Also. Nee, weiß nicht. Einfach mal die Klappe halten. Würde ich persönlich. Ohne meinen Anwalt sag ich nichts. Also, der hat es eigentlich noch schlimmer gemacht. Ich wusste nicht, dass man das noch schlimmer machen kann. Wisst ihr, wie meine ich? Ich wusste nicht, dass man das schlimmer machen kann, aber er hat es einfach schlimmer gemacht. Oh mein Gott, ja, ist so. Ohne seinen Anwalt sollte er einfach nichts mehr labern. Einfach mal, du hältst jetzt mal die fucking Schnauze. Ist wirklich so. Das ist einfach nur, also, schwierig. Also wirklich. Können wir noch schwierig dazu sagen? Oder ich find's einfach peinlich. Wirklich, ich find's einfach peinlich. Ich habe das P-Wort genannt. Es tut mir leid.
Aber so schön. Joey! Es ist hart, man leidet. Und ich liebe es. Cam vs. Wales, ich bin da! Ich war nie weg, Junge! Hugo! Ich bin komplett gefickt. Ich möchte diese 2 Wochen schaffen. Okay. Seven vs. Wild. Crashed. Boah, wie geil wäre das, einfach das nochmal von vorne zu sehen, Leute. Boah, mega. Mit dem Wissen jetzt einfach. Boah. Geil. Tag 11, 7.41 Uhr. Minus 3 Grad. Alter, mir wird jetzt schon kalt, ey. Alles zugeschnallt. Auch unsere Technik. Hoffen wir mal, dass wir alles wiederfinden. Scheiße. Ja, hinten geht irgendwie die Sonne auf. Und es ist windstill. Das heißt, die Hoffnung ist da, dass es nicht wieder runterkommt. Aber es ist leider auch nicht so kalt, dass es nicht regnen kann. Zu der Situation jetzt, ein Dauerregen kann super gefährlich werden. Warum? Es geht halt wirklich um Überleben, Mann. Ums Eingemachte, Survival. Nicht um irgendwelche Spiele. Ey, wie geil ist das, Leute? Wie geil ist das einfach für die Serie? Also klar, für die Teilnehmer tut es mir jedes Mal leid, ne? Aber für die Serie ist das bombastisch geil. Wir werden natürlich die Karten nachher wegbringen. Aber einen Koffer werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr holen. Julia und Joy sind mittlerweile auch wach. Einfach weiter schlafen, du hast nichts verpasst. Schlaf weiter. Julia hat heute Nacht Bauchkrämpfe gehabt wieder. Aber das hat sie doch eigentlich jeden Tag, ne? Gott, die Arme, ey. Schlimm. Crazy. Sehen wir das? Joy hat gut geschlafen. Ja, für euch alle. Für wen war das? Keine Ahnung. Die ganze Welt, die gerade nicht hier sein muss. Die ganze Welt. Oh Gott, ey. Aber noch 3 Tage, Leute. Ja, 3 Tage. Oh mein Gott, jetzt habe ich es verstanden. Heute müssen wir... Tag 11, stimmt, noch 3 Tage. Oh mein Gott. Durchbringen. Morgen ist so ein Intermediärtag. Also morgen müssen wir noch mal. Ja, Mann. Übermorgen ist schon der Tag vor dem letzten Tag. Okay. Gott, schlimm. Nee, das ist schlimm, diese Kälte. Beim letzten Tag machen wir ja sowieso Party. Ja. Da. Schneeschlaf, alles. Ich habe hoffentlich keine Schneeschlaf mehr. Guten Morgen. Es ist Tag 11, Leute. Es war auf jeden Fall eine warme Nacht. Sehr gut. Also, ich konnte sogar meine Socken ausziehen. Im Schlafsack, das konnte ich bisher noch nie. Also, ich glaube, so von der Temperatur hier drin war es sogar noch besser als im Flugzeug. Obwohl es einfach draußen komplett weiß ist und fett geschneit hat. Krass. Aber meine Bauchkrämpfe, die ich fast jede Nacht habe, die waren heute wirklich einfach so schlimm und unaushaltbar wie noch nie. Am liebsten würde ich einfach mit einer... Oh, bitte nicht. Noch 3 Tage, Girl. Bitte halt es durch. Halt's durch. Nicht noch ein Code. Yellow oder Red. Wärmflasche und Schmerztabletten in irgendeinem Bett liegen, ist wirklich ein richtiger Horror gewesen. Ich glaube, ich habe fast gar nicht geschlafen. Aber die 3 Tage werden jetzt noch durchgezogen. Und dann habe ich wenigstens heute tagsüber mehr Zeit, um zu schlafen. Weil wir ja eh nicht so viel machen können, wenn das hier so aussieht. Oder können wir heute wieder, also großartig eigentlich nicht, ne? Joe? Ja? Können wir heute großartig was machen? Angenommen, es wird heute Morgen sehr früh warm und es kaut alles ab. Dann können wir ein bisschen was machen, aber eigentlich ist es jetzt so ein bisschen aushalten und warten. Na, okay. Jetzt hol ich mal meine
durchgegarten. Farnherzen. Riecht gar nicht mal so lecker. Dann will ich mal schauen, ob ich da ein kleines Frühstück habe. Oh, wir sind noch im Schlafsack. Genauso nahrhaft wie Hundefutter und Schokolade, mit Sicherheit. Yay! Probierst du immer noch diese gekochten Fiddleheads? Ja. Da gebe ich mir auf. Ja, merke ich. Ja, Leute, der Hunger treibt einen in den Wahnsinn. Wir haben es ja gesehen bei Schneegesellschaft. Leute, ich habe den Film jetzt endlich gesehen. La Sociedad de la Nieve. Ey, sehr, sehr krasser Film. Wenn man den verstanden hat, ne? Also, und dann Seven Wars Wild guckt, das ist ja noch krasser, Seven Wars Wild. Seven Wars Wild sollte einfach Oscar bekommen. Oder haben die jetzt vor, einen Oscar zu bekommen oder wie? Also richtig, richtig krass einfach. Allein die haben, das ist ja wirklich einfach eine Neuauflage, ne? Die haben ja sogar die Schokolade dran gedacht und hier die Zahnbürste, genau das, was auch im Film war, beziehungsweise halt auf wahren Begebenheiten, ne? Und Fritz ist ja da sogar noch mal hingereist und sowas. Richtig heftig einfach nur. Unfassbar interessant und hat mich sehr mitgenommen, muss ich wirklich sagen, hat mich sehr, sehr krass mitgenommen. Aber wir haben schon im Behind the Scenes darüber geredet. Jetzt habe ich hier die Dinger nochmal erhitzt. Ich hoffe mal, dass denen die knappe Woche da im Wasser nicht schlecht getan haben. Ey, was ist das? Genau, Wurzeln, ne? Also hört sich an, als ob das von irgendwas vom Tier ist. Farnherz. Vom V oder so. Keine Ahnung. Das ist einfach eine Wurzel. Vegan, ne? Geil. Immer noch extrem bitter. Egal. Boah, ich habe meine Bitterstoffe gerade genommen, ne? Also beziehungsweise ich nehme immer mal wieder so Bitterstoffe. Das ist richtig ekelhaft. Boah, das ist wirklich ekelhaft. Aber ja, es geht auch irgendwie runter, wenn man Hunger hat. Ja, das ist auch ein bisschen. Boah. Ach du Scheiße. Wie Weihnachten, ne? Oh mein Gott. Meint ihr, wir haben weiße Weihnachten dieses Jahr? Eins im Chat für ja, zwei im Chat für ja. Nein. Krass. Da brauchen wir statt einer Kassette so eine New York Jazz Weihnachts-CD. Ey, seid ihr euch einig, keine weiße Weihnachten? Wirklich jetzt? Habt ihr keine Hoffnung? Ja, stimmt. Und ein Schneeschieber. Ach du Kacke. Komplett weiß, alles sieht ganz anders aus. Ja, Mann. Crazy. Naja, immer ein bisschen Abwechslung, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, es ist krass, was wir jetzt diese 11 Tage jetzt erleben, ne? Mhm. Von richtig arschkalt und dann jetzt ja, tiefsten Winter gefühlt. Ja. Krass. Ja, Mann, Lichterkette, Leute, die brauchen eine Lichterkette. Tada, wir machen hier so ein bisschen weihnachtliche Stimmung rein, ja? Let's go, yalla. Ich gehe jetzt erstmal aufs Klo und guck, dass meine Pipi nicht einfriert. Wish me luck. Meine Güte. Ey, wie das aussieht, Leute. Krass, ne? Wild. Okay. Wir haben die Nacht gut überstanden. Es hat geschneit wie im tiefsten Winter. Sieht so aus, ob wir in Schwarzwald wären. Ja. Das ist so krass, wo man auch läuft, wie sich das anhört. Ja, Mann. Das ist richtig viel Schnee. Wie viele Zentimeter sind das? Was schätzt ihr? Ich schätze mal auf 7 Zentimeter Schnee. 12, ich habe hat gemessen. Ja, er ist, ob er mich gehört hat, Leute. 7 Zentimeter? Bist du sicher? Nicht, dass 13 war? Nachgemessen? Ja. Na klar. Ich, was denn sonst? Ja, ich hab's ziemlich genau gesehen, weil auf dem Erste-Hilfe-Koffer, der für uns gedacht ist, ist eine frische Schneeschicht, sieht man wirklich so abgesetzt. Also genau 12 Zentimeter. Aber wir haben Lagerfeuer und alles passt. Und wir sind trocken durch die Nacht gekommen. Ey, stell dich mal vor, das wäre an einer der ersten Tage passiert. Alle Abbruch. Das ist ja krass. Ich könnte froh sein, dass sie jetzt schon so ein krasses Shelter und sowas haben. Ja. Und so richtig kalt ist es auch nicht. Natürlich haben wir, wie man sieht, ich schätze mal um die 0 Grad, oder Joe?
etwas über 0 Grad. Und das ist über 0 Grad? Über 0 Grad, ja, weil es taut. Das ist gar nicht gut. Weil, Entschuldigung, fahren. Weil jetzt wird es pappig. Wir haben nur eigentlich die Hoffnung, dass es aufzieht und mega warm wird und alles taut und alles abfließt. Dann haben wir morgen wieder trocken und dann können wir weitermachen. Wenn es so um die 0 Grad bleibt, dann haben wir hier 3 Tage lang Schneematsch. Ich habe eine Idee. Wir holen so kleine Stöcke und jeder muss eins ziehen. Derjenige, der den kurzen gezogen hat, der kriegt so von jedem so eine Schneeball ins Rücken reingestochen. Oh, Alter, was geht bei ihm? Was ist das? Was hat er für sadistische Züge? Ja, der kann man auch gleich machen. Wer den kurzen zieht, muss Code Yellow drücken. Ja, genau. Nee, anders. Der muss sich opfern und dann wird er gegrillt. Oh mein Gott. Ja. Ey, da wäre ich für. Bin ich dabei. Wen nehmen wir? Den am besten Durchwachsenen? Denk dran. Bei Schneegesellschaft haben die das auch gemacht. Oder den Magersten? Nee, am besten der Fette. Wer wäre das denn? Boah, ist das schön, muss man sagen. In New Zealand sehen wir, das sieht aus wie in Schwarzwald. Sieht sehr krass aus. Sieht schon schön aus, Leute, muss ich wirklich sagen. Schön sieht es echt aus. Aber halt auch sehr krass. Ey, Leute, selbst aufs Klo gehen gerade war so anstrengend. Es ist wirklich, jetzt gerade merke ich, dass ich wirklich einfach keine Reserve mehr habe. Ich habe gerade auch, als ich meine Hose wieder hochgezogen habe, mein Oberteil mal hochgezogen und so an meinem Bauch geguckt. Da ist gefühlt nichts mehr. Nix. Aber ich glaube, meine Lippe wird langsam besser, oder? Guck mal. Ja. Oh Mann! Bisschen, doch, bisschen. Die ist nicht mehr so dick. Nicht? Weiß ich nicht, also. Es sieht immer noch aus, als wäre die Spaghetti. Ja, natürlich, sieht auf jeden Fall schlimm aus, ne, aber es wird besser. Die essen jeden Tag, ne? Ja, genau. Ach Mann, oh. Weil am Anfang war die auch so geschwollen, oder? Ist doch scheiße. Doch. Ja, wir haben so eine Dose, so eine leere Dose, wo Baked Beans drauf sind und die machen sich die ganze Zeit drüber lustig, dass ich die Baked Beans fresse. Obwohl ich gestern waschen war. Aber es ist nicht mehr so chipped. Oder? Ja, ist nicht mehr so aufgerissen. Nicht mehr so aufgerissen. Also nicht mehr so brutal, nicht mehr so extrem. Ein bisschen weicher das Ganze. Filigraner ist deine Lippe jetzt geworden. Ja klar, filigranerer Soßenmund. Na super, ey. Ja, ja, magst du meine Lippen, geht Leute? Auch weg irgendwann mal in die. Erstmal direkt Pflege drauf, ey. Oh mein Gott. In diesem Leben, aber ich glaube, während wir hier sind, nicht mehr. Ich habe mich gerade fertig gemacht, um die Karten wegzubringen und die Schlingen abzubauen. Ja, mir ist ein bisschen. Oh mein Gott! Nein, Leute, sind keine Obdachlosen. Wir gucken Seven vs. Wild. Das ist sowas, so ein Projekt. Oh, Chat, ey. Geil. Meine Lieblingsfarbe ist Pink. Nee, das ist so ein Projekt. Die sind definitiv nicht obdachlos. Zum Glück. Schlecht vom leckeren Frühstück. Wahrscheinlich zu viel Nährstoffe auf einmal. Ja, mein Magen hat jetzt aber ein bisschen was zu arbeiten. Ich habe die Regenjacke an. Ja, stimmt. Wenn ich sorry. Aktuell sind sie wirklich obdachlos. Stürzt, dass ich da nicht komplett nass bin. Ah, nee, ich werde noch einen Rucksack anpacken. Um die abgemachten Schlingen mitzunehmen. Es könnte ja sein, dass wir jetzt am letzten Tag, an dem die Schlingen stehen, doch noch Glück hatten. Aber ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn wir weg sind. Für die 7 Personen, die wir am Anfang waren, waren die absolut essentiell. Also Finde ich richtig gut, dass sie die fallen jetzt. Dann stimmt es für Hugo und Stefan. Ja, nee, finde ich gut. Nicht, dass er sie gar nicht mehr findet, weißt du. Ey, wisst ihr? Dankeschön fürs Follow! Stefan zu besorgen, dass eben nicht nur ein paar dürre Wurzeln sind, wäre notwendig gewesen, damit die das auch durchhalten. Oder dass sie draußen sind und jetzt noch 4 volle Tage hier sind, ist es, glaube ich,
ausreichend, wenn wir darben oder möglicherweise nachts dann doch noch einen Hasen erwischen. Aber ich kann jetzt energetisch auch nicht mehr die komplette Strecke wieder laufen, immer wieder. Ich bin gespannt, ob die Karten abgeholt worden sind und ob wir eine neue Kassette haben, aber wir sind uns ziemlich einig, dass wir keine neue Kassette, keinen neuen Koffer holen werden. Außer es ist der Gulasch-Eintopf-Koffer, oder? Der was? Der Gulasch-Eintopf-Koffer. Oh, ja. Oder sowas in die Richtung. Geil, Gulasch-Koffer, als ob. So, dann bin ich mal unterwegs. Wenn dann Kekse, Leute. Bei Schneegesellschaft waren auch Kekse dabei. Kekse, bis nachher. Dann rutschig. Ja, ganz langsam, ne? Und ganz vorsichtig. Oder die hätten so Trockenfleisch oder sowas reingeben müssen. Wisst ihr, wie bei Schneegesellschaft halt, ne? Sowas in der Art halt, so ähnlich. Oder wie bei Desert Warrior, so Trockenfleisch. Das hätten sie reinmachen können, ganz ehrlich, das wäre sozial gewesen. Nachher, Julia. Julia hat nicht, ne? Aber wenn eine Kassette da ist, Koffer, irgendwelche Jux-Koffer holen wir nicht mehr. Ist auch zu gefährlich. Also ich werde so, ich denke, anderthalb Stunden brauchen, bis dahin haben wir hoffentlich perfektes Wetter. Hier unten sonnt ihr euch alle. Aber ich habe nasse Füße dann. Bis dann. Moin, meine lieben Putzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Uwe. Wo sind wir hier denn gelandet? Schnee wie Sau. Guckt euch an, wie tief es ist. Boah. Ist doch hier wie Weihnachten. Ja, aber. Guck mal. Ey, das ist so wild, ne? Wie das aussieht. Sieht komplett anders aus. Das ist unser Flugzeug. Da ist unsere Hütte. Oh, das sieht schön aus, ne? So mit dem Sonnenaufgang jetzt gerade. Versuchten Sonnenaufgang. Und jetzt hier wieder dunkel. Ich dachte, jetzt regnet das schon wieder. Ja, Leute, ansonsten, es ist echt, gestern war so richtig so ein Tag, wo wir dachten so, okay, kompletter Stimmungswechsel. Weil man hat ja jetzt schon so seine Routine. Man weiß, wie alles abläuft. Holz hier so, dann da, dann dies, das, das. Und gestern, ja, dieses Wetter hier hat komplett mal alles über den Haufen geworfen. Und deswegen hingen wir alle nur im Shelter, bisschen Feuer gemacht, bisschen geredet, komisch lange irgendwie geschlafen so, versucht zu pennen und gewartet, bis der nächste Tag ist, der heutige Tag. Jetzt heißt es nur noch, ja, gerade von meinem Körperfettanteil, ich gehe gerade so ins Minus, die Muskeln werden gerade so angegriffen, ich komme als kleiner Junge wieder raus. Aber egal, dafür werde ich mich so voll fressen, wenn ich wieder draußen bin. Ja. Oje, 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 Jojo-Effekt, lass grüßen, ey, crazy. Aber auf jeden Fall hat er sich 100%, also jeder Teilnehmer hat sich das 100.000-fach Prozent verdient. Und eine heiße Badewanne, bis es überläuft. In Staffel 5 sollte etwas sein, das auch Essen bringen kann, also realistisch. Ja, Mann, 4 Staffeln hungern lang eigentlich. Ja, aber es ist halt Survival, ne? Also, ich meine, draußen findet man auch nicht einfach so einen Supermarkt vor. Schwierig, das umzusetzen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Besonders letzte Staffel, hätten die sich richtig so informiert, hätten die voll viel zu essen gehabt, wisst ihr? Das finde ich schade. Wir wollen nicht meckern, Leute. Wir haben jetzt hier Tag 11. Ganz viele Kandidaten, die bei Seven vs. Wild mitgemacht haben. Ja, Mann, ist so. Sorry. Es stimmt, 5. Staffel. Eventuell wird es ja so eine Elite-Staffel. Das wäre schon interessant. Ganz viele Kandidaten, die bei Seven vs. Wild mitgemacht haben, haben es bis Tag 11 nicht geschafft. Und vor allem unter diesen Umständen. Nee. Hier schon mal gar nicht. Nee. Wild. Tschö. Boah, geile Aufnahme. Sehr genau. Ich hoffe mal, dass die Jungs und Mädels das Feuer am Brennen halten. Weil, falls es anfängt zu schneien oder Schnee zu regnen, werde ich einen sehr schnellen Abstieg wagen müssen aus den Bergen und so schnell wie möglich ans Feuer, um mich zu trocknen. Ja,
Aber es wird jetzt nochmal spannend, weil es ja einige böse Steigungen gibt. Ich sieht ganz anders aus, da ne? Hinten wieder runter. Guck mal, da hinten ist der Briefkasten hier ungefähr. Das sieht ganz anders aus. Da hinten ist ein Feldhase. Ich bin in den Spuren jetzt. Oh mein Gott, Leute! Da sind Tierspuren! Gefolgt. Der ist da oben raus. Hat man wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, aber keine Chance. Vorne habe ich noch so Ziegel von Hirschen gesehen. Die sind einmal quer rüber. Wahrscheinlich in die Sonne. Hey, ich finde es, also klar, ne? Ich finde es gut für die Tiere. Aber ich finde es auch ein bisschen traurig, weißt du? Weil ich meine, Joe ist ja Jäger. Dass er gar nichts gefangen hat, finde ich schon ein bisschen traurig. Ist ein bisschen blöd. Stell dich vor. Was ist gefangen? Was kommt mit Sieg, Leute? Oh, da bricht sich gleich rein. Achtung. 3, 2, 1. Ach, der ist nicht so los. Im Horror-Movie. Nachher werde ich mich komplett im Wald bewegen. Runter. Ich gehe durch den Wald runter. Ja, sieht auf jeden Fall sicher aus. Okay, Leute, was passiert jetzt? Zugefahren, ey. Warum ist das immer Musik? Funkspur 1. Nee, Funkspur 6. Stellt euch vor, crazy. Minus ein Grad. Joey Shelter, Joey Schlingfall, jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt abgebaut. Was ein Glück, ey. Was ein Glück, ist da kein Tier reingekommen, ey. Oh. Halleluja. Da ist so viel Schnee, das ist der Wahnsinn. Wir hätten hier in dem Flug keine Chance. Keine Chance, keine Chance. Guck dir das mal an. Hier sind 10, 15 cm Schnee. Alles komplett nass. Da drinnen vielleicht eine Person. 100% richtig. Um die Ersatz. Schutz. Hütte? Zu bauen. Ja, Mann. Guckt mal hier. Ach du meine Güte. Oh, alles zugeschneit. Komplett. Wo sollen jetzt Sandras Zigaretten gewesen sein? Ich hätte die, glaube ich, auch nicht gefunden. Ach. Komplett. Guck mal da, da hat es auch reingeschneit. Stimmt, da war ja nur so ein kleines Dings drüber. Dieses Boot sozusagen. Und das wahrscheinlich in sich rein dann. Ach du meine Güte, genauso wie mit Feuer, Leute. Wäre auch reingegangen. Ach, meine Güte. Komplett. 4 weitere Tage hier im Flugzeug zu überleben. Bei der Schneemenge. Links unten. Keine Chance. Ja. Ich glaube, es war eh dann irgendwie so ein Tier da und hat das irgendwie weggenommen oder sowas. Ich habe irgendwas auf TikTok gesehen. Gott sei Dank. Haben wir die Bude gebaut. Die Schutzhütte. Und da unten ist es die richtige Stelle. Das ist die richtige Stelle. Es ist mitten in den Bäumen. Teils geschützt. Ja. Ja, es stimmt, weil Stefan hat ja auch gesagt so, jo, auf jeden Fall in den Wald oder sowas. Und da unten ist halt wirklich so ein bisschen Wald, ne? Weil da oben hätte man erstmal so ein richtig langer Weg, wisst ihr? Und da unten ist halt direkt am Flugzeug und dennoch ziemlich zentral, ne? Und Wetter, natürlich hat es da auch geschneit, aber stabil gebaut, dass man da wirklich... Stabil. Überwintern könnte, wenn man genug Essen hätte, natürlich.
Überwintern weiß ja nicht. Wir haben heute den 11. Tag. Immer noch nichts gegessen. Ich habe mich nicht gesehen. Keine Ahnung, ob ich was genau abgenommen habe. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja klar. Oh. Oh Gott. Schön kalt. Joey macht dann einfach nochmal 21 Tage dazu. Winter, Winter, Winter. Geil. Ich gehe mich jetzt um. Oh, Alter. Frisch mache unten. Die Frage ist, wie komme ich jetzt diesen Berg hier runter? Ohne keine Ahnung. Auf die Schnauze zu fallen. Das heißt, ganz langsam machen. Suche. Boah, die Schuhe, die sind komplett voller Wasser, ne? Boah, die Schuhe, die werden noch niemals wieder trocken. Ganz ruhig. Gott. Ach, Scheiße. Boah. Alter, das ist echt nicht ohne. Sorry, so wie das ist. Besonders wenn es friert, ne? Und man in die Fußdinger geht, das friert ja. Und dann wird's Eis. Oh mein Gott. Schlitten. Nächster Koffer, Schlitten. Schlittenkoffer. Rentierkoffer. Das ist für viele da draußen voll so, oh, voll schön. Ja, ist wie doch schön. Weihnachten. Oh, richtig hoher Schnee. Ja, voll schön. Aber wir schlimm. Kämpfen wir sozusagen ums Überleben. Wir machen hier ja, Survival, Alter. Aber es ist, glaube ich, mal so für den Anblick einfach mal was anderes. Weil sonst hast du immer, siehst ja immer nur die gleiche Area. Ja, immer nur das Gleiche. Seit 11 Tagen. Jetzt ist halt mal alles weiß. Und dann denkt das Gehirn so, oh, ist mal was anderes. Hm, ja, ganz nett. Ja, so ist das für uns so ein bisschen. So, ab zum Fluss. Zähne putzen. Ich habe sogar Zahnseide mit, ey. Habe noch einen Werkzeugkoffer gefunden. Oha! Warum nutzt die niemand? Warum nutzt die niemand? Geil! Das ist ein bisschen Schnee, nicht gut, ne? Ja, aber die haben Bogen. Ja, stimmt, die hätten auch die Jagd gehen können. Vielleicht hätten die was getroffen, ja. Ich hätte mich auch gefreut, hätten die sowas gemacht. Wäre schon sehr interessant. Besonders, ey, wir sehen, wie die am Limit sind, ne? Julia komplett am Limit. Ich versuche gerade das Feuer komplett wieder ein bisschen anzumachen, weil es nur am Dampfen ist und keine Flamme mehr da ist. Oh oh. Aber es scheint zu funktionieren. Sehr gut, Girl. Da ist es wieder, da ist wieder ein bisschen Flamme. There you go. Oh, Junge, dieses Feuer hilft mir einfach so krass, am Leben zu bleiben, ohne Spaß. Das glaube ich. Es ist so mies einfach. Ich würde so gerne einfach weiter sägen, irgendwie nochmal einen Spaziergang machen, versuchen zu angeln oder so. Aber wirklich, wenn ich 10 Meter gehe, ich klapp ein. Ich habe wirklich einfach Angst, dass wenn ich alleine losgehe, dass ich hinfalle und nicht wieder aufstehen kann, weil ich so am Ende bin. Das ist wirklich richtig krass gerade. Ich bin einfach wirklich legit mit meinen Kräften komplett am Ende. Das ist super langweilig für euch und es tut mir auch unfassbar leid, so dass jetzt alles... Nee, man kann es komplett verstehen. Überleg mal, die haben gar nicht gegessen. Habt ihr schon mal 11 Tage gar nichts gegessen? Alter. Ein bisschen eintönig hier ist, aber wir können echt nichts machen. Und ich erst recht nicht. Ich kann einfach... Stefan war Bogenschütze, Joe ist damit nicht so gut. Aber ist Stefan wirklich Bogenschütze oder sagt er das nur? Hat er irgendwie einen Beweis, dass er das wirklich hat? Denn... Mittlerweile gibt er mir Gilderoy Lockhart Vibes. Also sorry, wenn ich es so sage, ne? Aber ich hinterfrage halt sehr viel. Habe ich im Studium so gelernt. Man sollte immer alles hinterfragen. So. Ist er das wirklich? Aber nichts tun. Ich glaube, Uwe und ich machen gleich nochmal Bestandsaufnahme von den Schmackos und so, die wir noch haben, weil da ist auch fast gar nichts mehr da. Ja, und ansonsten werden jetzt die Tage rumgekriegt, huh? Ja, er hat einfach nur gesagt, dass es kann. Ich kann auch Bogen schießen. Wusste nicht.
Geil. Ich frage mich gerade, was ich rausziehen soll. Habt ihr eh nichts gegessen? Ja, trotzdem. Ein bisschen Schmackos. Ja, Schmackos. Hey, macht ihr das danach nicht noch sauber? Ich glaube, wenn ich hier rausbringe, bringe ich einen Proteinriegel namens Schmackos raus. Wild Schmackos heißt er denn. Das ist ein bisschen runter und hoch gelaufen, ist so anstrengend schon. Hat er es rausgebracht? Oh mein Gott. Uwe in der Entwicklung. Smilodogs. Schmackos. Oh mein Gott. Oh no, ey. Oh. So, Julia sitzt am Feuer. Ey, ganz ehrlich, Real Talk. Ich werde den ganzen Tag auch nur am Feuer, ne? Crazy. Hallöchen, was geht? Schön, dass ihr alle hier seid. Nee, zu trinken haben die, allein mit Schnee und sowas, ne? Und da ist ja fließendes Wasser. Trinken können sie auf jeden Fall. Aber die haben halt nichts gefangen, ne? Die leben draußen jetzt für 14 Tage für dieses Experiment. Deshalb, die haben nichts gefangen. Zoe kommt mit einem riesigen Windschutz. Stückflugzeug, ja. Oh! Oha! Joey! Holz. Geil, hast du es gerade. Nee, jetzt hast du aber aufgesammelt, oder? Oder hast du es gerade alles gemacht? Gesägt. Ja, kennt ja Julia und Uwe, die haben es geschnitten, ich habe nur getragen hier. Okay. Das ist. Dann ist das Teamwork von vor ein paar Tagen. Als wir noch konnten. Makes the dream work. Geil, danke schön. Sehr gut. Schlingfallen, Abbau, weg damit. Oh Gott. Etwas blau. Aber es sieht nicht so aus, als ob es herkommt. Auch eingefroren. Oh Gott. Gib die Schmackos her. Nimm sie mit. Jetzt noch die allerletzte Schlinge. Ey, lass den Schmacko da liegen. Er hätte den Schmacko mitnehmen können. Aber ich sehe hier keine Prinzip. Also ist damit wahrscheinlich auch nichts durch. Ja, das war's mit meinem Versuch, Tiere zu fangen. Gott. Zwei Fallen stehen ja noch. Also, genau genommen 4 Schlingen, unten die Possumschlingen. Aber da komme ich jetzt gerade nicht dran, weil es da zu eisig ist, zu gefährlich entlang zu laufen. Vielleicht kann ich morgen da nachschauen, wenn was drin hängt. Dann ist es sowieso gefroren. So, zurück im Lager. Hey! Hey! Voll schön, ey. Leider nichts. Ja, ohne Jackpot. Ja, vom Spruch. Ja. Joe ist back und hat eine Zigarette mitgebracht. Ne? Ein Funkspruch. Eine Kassette. Ein Funkspruch. Aber oh den wird halt, also Gott. Wenn da jetzt wieder kommt, Laufweg 900 Meter. Einen leichten. Safe kommt das gleich, ey. Berg hoch. Dann sag ich euch, werde ich diese Kassette nehmen und drauf treten. Na warte, wir haben den Kassettenkoffer gar nicht hier, ne? Ja, nee. Das geil. Oh, scheiße. Okay, ich hol ihn. So, Julia hat jetzt den Koffer mit dem Rekorder geholt. Oh. Jetzt geht's los. Funkspruch Nummer was? 6? Ich hab 6. Nummer ab, euch alle. Julia, richtig in Rage-Laune hier. Oh, Junge. Aus Prinzip mal die Kassette dann auch ins Lagerfeuer schmeißen. Ja. Ja, jetzt darf auch nur so eine 300, 400 Meter Geschichte kommen, keine 900 Meter hin. Nee, Mann, das wäre, also das wäre komplett irre. Also sobald es in die Berge geht, ist bei dem Wetter weg. Geht okay. Nicht. Sektor 6.
Standort. 800 Meter Luftlinie in Richtung Nordwest vom Flugzeug aus. Mhm, Laufdistanz ca. 1,3 Kilometer. Ja, moin. Ja, können wir eigentlich direkt aufhören. Ja. Wie sie einfach abbricht, sagt Scheiß drauf, Kassette ins Feuer schmeißen. Wegbeschreibung: folgt immer dem Bergkamm Richtung Nordwest. Lauft über die baumlose Fläche beim Flugzeug bis oben zur Waldkante. Dann weiter durch den Wald nach oben, bis ihr irgendwann auf dem Kamm den kompletten Wald durchquert habt. Wenn ihr auf der Freifläche, dem Bergkamm, ca. 200 Meter weiter folgt, stoßt ihr auf einen kleinen Felsen, an dem sich der Militärrucksack befindet. Ende. Also bei dem Wetter. Haben die Dachschaden? Also jetzt mal im Ernst. Habt ihr den Weg gesehen? Ich muss ganz kurz nochmal den Weg sehen. Das ist ja der weiteste Weg ever. Folgt immer dem Bergkamm Richtung Nordwest. Da komplett hoch. Wir haben gerade bei hier Joe gesehen, wo er die Schlingfallen weggemacht hat, wie steil das ist, ne? Es sieht hier so, oh, so ein bisschen hügelig da, so ein bisschen, wie steil. Baumlose Fläche beim Flugzeug bis oben zur Waldkante. Dann weiter durch den Wald nach oben. Ein Hügel. Bis ihr irgendwann auf dem Kamm den kompletten Wald durchquert habt. Dann geht's wieder hoch. Wenn ihr auf der Freifläche dem Bergkamm ca. 200 Meter weiter folgt, stoßt... Es ist einfach wie Schneegesellschaft, Leute. Die waren auch in den Anden. Die sind da abgestürzt und haben nur Dings gesehen. Nur, wie heißt, nur solche... Berge. Die haben nur Berge gesehen, ne? Aber, boah, das ist zu heftig. Also, sorry, das ist zu heftig. Ich glaube nicht, dass sie es machen. Hier auf einen kleinen Felsen, an dem sich der Militärrucksack befindet. Ende. No way. Also, bei dem Wetter ohnehin nicht. Nö. Du, da sagen wir einfach eiskalt nö. Haben wir nicht nötig. Nö. Naja, was heißt nötig, ne? Ich glaube, wir haben einfach keine Kraft mehr dafür. Welche Richtung Nordwest ist was? Das wäre hier auf dem da hoch, ne? Auf dem Kamm. Dann. Können wir gar nicht. Also ich bin vorhin schon, ich konnte nicht über den Hang runter, weil es zu rutschig war. Das heißt, ich bin komplett die Tour nochmal zurückgelaufen durch den Wald. Ist immer vor. Es wird aber auch immer weiter, ne? Ja. Die sind doch irre. Ja. Nee, also bei aller Liebe darf Fritz selber abholen. Ja, genau. Fritz, kannst du selbst machen. Boah, Militärrucksack könnte aber halt so Militäressen und sowas sein, ne? Ja, trotzdem. Hilft nichts, wenn sich jemand das Genick bricht. Ja, nee, klar. Ja. Ist halt schade drum, aber. Katastrophe, ey. Ja. Bringt nichts. Nee, ich merke, dass ich heute energetisch ein bisschen besser drauf bin als gestern. Gestern war Tiefpunkt bei mir. Echt? Ja, heute Morgen geht. Die Fahne haben es rausgerissen. Joe war heute seine Trapline schon. Alles abbauen und so weiter. Und da hat er schon gemerkt, wie gefährlich das ist, auch was das Rutschige betrifft mit Schnee, Eis. Am Grat sind, das geht dann 200 Meter runter, ohne dass man das irgendwie abbremsen kann. Das Problem ist, sag ich mal, die Strecke ist weit. Das zweite Risiko ist, abrutschen, sich verletzen. Über den Schnee siehst du nicht, wo ein Stein ist, kein Stein, Felsen. Das hatte ich eben da, ich bin fast in ein Loch reingefallen. Das heißt, du schmierst dann ab. Vielleicht kriegst du noch, sag ich mal, einen schönen Bänderriss. Ja. Aber das zieht es halt den ganzen Hang runter. Und ein weiteres Problem ist, du kommst zurück und alles ist nass. Ja. Mhm. Und wir haben nur eine Bekleidung. Ist bei mir schon so, also da die, was sind das, 800 Meter, die ich laufe immer, hoch und runter. Das reicht mir schon, meine Schuhe sind nass, weil der Schnee halt draufpackt und reinzieht. Meine Socken sind nass. Und, ja, jetzt ist ein ziemlich gefährliches Tauwetter zusätzlich, wenn es überfriert, wenn da Wolken, also nee. Keine Chance, aus Sicherheitsgründen alleine schon. Zweitens aus Lustgründen, drittens die 3 Tage hatten wir jetzt auch noch ohne ausführlich sein. Wild, einfach nur wild, ganz ehrlich. Schmackos. Sollen wir unsere Nahrung abzählen? Ja, lass mal
abzählen. Jetzt zählen wir unsere Nahrung ab hier. Ja. Joe, geht das, wenn ich hier so bin? Ja, Bestandsaufnahme. Oh, schade. Okay. Joe, haben wir den einen Schmacko da liegen lassen? Oder war da wirklich ein Schmacko? Es sah so aus, als ob da ein Schmacko war. Aber es kann auch sein, dass einfach nur Dreck war. Wenig nur noch. Bestandsaufnahme unserer Nahrung. So, warte mal. Also. Drei Erdnüsse gefühlt? Ja, pass auf. So, das sind unsere Erdnüsse. Was ist das denn? Da ist wirklich nichts mehr drin, ne? Ja, ich weiß nicht. Das sind so vielleicht 8 oder so drin. Mhm. Dann haben wir hier den letzten Furzschokolade. Liebevoll verpackt. Boah, ist das traurig. Noch zweimal so Schokolade. Hier. Ja, das letzte bisschen. Ja. Morgen ist Tag 12, da können wir das schon machen. Da können wir das, glaube ich, einfach. Ja, an Tag 13 werden die Erdnüsse gegessen. Okay. Und dann Schmackos haben wir, glaube ich, noch einige, oder? Ja, Schmackos haben wir noch ein paar drin. Sag mal her. Ja, das ekligste Zeug ist natürlich noch da. Schmackos ist Hundefutter. Oh, ja, okay. Yes. Das ist ja noch eine Festmahlzeit. Ja. Damit können wir, kennst du die Leute, damit können wir locker überleben. Ja. Damit können wir locker überleben, ja. Mhm. Aber ich muss sagen, wir haben gut sparsam gearbeitet eigentlich. Also ich weiß nicht, wo die halbe Schokolade hin ist. Ja, bei der Schokolade sind wir Ja, da sind wir ein bisschen verwirrt, aber ansonsten haben wir eigentlich ganz gut gehaushaltet. Ich habe keine gegessen, ich mag das da echt nicht. Ja, ja. Würde ich eher die Erdnüsse essen, aber selbst da, die esse ich nicht, weil der Zucker drauf ist. Ja. Mhm. Ja, das sind echt süße Erdnüsse. Mhm. Naja. Yes. Ich gehe jetzt erstmal in den Schlafsack. Schlimm. Weil mir echt zu kalt ist. Also Joe hat eben gerade gesagt, das Problem ist, wenn uns richtig kalt wird, kann es sein, dass wir nicht mal warm werden, ne? Mhm. Das wollen wir verhindern, deswegen chillen wir uns jetzt hier im Schlafsack. Nicht, dass wir im Minus verharren. Wärme und Energieerhalt jetzt. Ja, genau. Ja, das ist Survival hier gerade, Leute. Aber richtig. Im Winter. Ja. Jetzt kann tatsächlich ein Fehler es ausbedeuten. Einmal nass werden richtig, einmal deutlich unterkühlen. Mhm. Und dann kann es sein, dass das buchstäblich war. Also jetzt kämpfen wir tatsächlich ums Überleben. Genau. Und wenn wir nicht das Inreach hätten und wir wissen nicht, ob das auch so funktioniert, wie wir wollen, dann wäre das echt heikel, die Situation gerade. Mhm. Katastrophe. Also es sieht wunderschön aus, ne? Aber einfach Katastrophe. Jimmy Kelly, was macht der schon wieder für irre Sachen? Let's go! Feuerholz! Boah, das sieht aber schon echt... Das sieht so viel anders aus. Das ist so krass einfach. Da hier zur Hütte. Boah, das sieht so geil aus, Leute. Aber auch so heftig. Hey Leute, es ist ungefähr 1-2 Stunden später. Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Joe meinte gerade so ungefähr 2 Stunden später. Und ohne Spaß, ich bin jetzt vor 5 Minuten erst so richtig warm geworden. Davor war mir die ganze Zeit kalt. Ich liege hier so krass eingepackt in meinem Schlafsack. Und ich merke richtig krass, wie es mittlerweile einfach immer länger dauert, bis ich warm werde. Das ist ein bisschen beängstigend. Und ich fürchte, das werden 3 bzw. 4 sehr, sehr schlafsackige Tage jetzt, wenn das so weitergeht. Aber es Also schon krass, ne? Also es geht jetzt wirklich halt nur noch komplett ums Überleben, Leute. Haut die ganze Zeit, also es fällt die ganze Zeit Schnee auf uns drauf. Ich glaube, ihr könnt das jetzt gerade sogar hören. Joe ist wieder am Sitzen. Wie geht's dir? Gut, ja. Aber ich habe auch relativ lange gebraucht, bis ich wieder warm geworden bin. Ja, ne? Ja. Also es Joey hat als einziger die gescheiten Kleider genommen, weil er auf die Anweisung geschissen hat. Ja. Das nächste Mal wissen wir Bescheid. welches nächstes Mal? Ja, wir werden das nächste Mal wieder dabei sein. Also bei der Kälte mache ich gar nichts mehr. Julia, kein Bock mehr. Wirklich. Ja, also ich habe relativ warme Klamotten eigentlich, aber irgendwann
Oh mein Gott. Aber keine Erdbeben hier. Keine richtig regenfesten Hosen. Nee, keine regenfeste Hose. Meine Jacke ist zwar warm, aber irgendwann reicht das halt auch nicht mehr. Vor allem nicht für die nasskalte Geschichte, wenn die durchweicht, dann hast du ja. Das Krasse ist ja, Leute, ihr müsst euch halt vorstellen, wir sind ja seit 11 Tagen durchgängig draußen. Also es ist nicht so ein, wie ihr das im Winter wahrscheinlich alle kennt, so, ja, man ist mal irgendwie so 3-4 Stunden draußen im Schnee und dann kann man sich wieder aufwärmen. Ich weiß, was sie meint. Ich hatte das in Chile. Denn in Chile, die heizen ganz anders. Die heizen da mit Feuer. Ich war da 2 Monate dauerkrank einfach, weil es ist so eine ganz andere Kälte irgendwie, weil man so durchgefroren ist, wisst ihr? Das ist nicht so, dass man kurz mal in ein warmes Kaufhaus geht oder so. Die Kaufhäuser in Chile sind kalt. Und dann ist man wieder den ganzen Tag draußen im Schnee und dann schläft man wieder in seinem warmen Bett. Ja, sondern wir sind ja durchgängig draußen und es ist durchgängig kalt. Ja. Wir haben nur die Chance aufzuwärmen, entweder am Feuer oder in unseren Schlafsäcken. Aber grundsätzlich sind wir einfach 24 Stunden draußen. Und das ist so ein krasser Unterschied. Außerdem haben wir kein Essen, das macht es noch schlimmer. Leute, Uwe kriegt die Krise. Ja, warum? Ich hab Hunger, mir ist langweilig. Den Koffer zu holen. Koffer kannst du ja holen. Koffer kannst du ja holen. 1,3 Kilometer. Koffer holen? Meinst du es ernst, dass er den Koffer holen soll? Geht halt. Also ich war gerade im Hang unterwegs und mich hat es 2-3 Mal fast hingehauen. Echt? Ja, also ich würde es nicht machen. Du hast einen kompletten Dachschaden. Ich kette dich hier an. Ja. Du gehst den nicht holen. Ja, auch das, damit muss man umgehen lernen. Nichts zu machen. Ich muss sagen, mir fällt das gar nicht so schwer, hier einfach zu liegen. Ja, ist doch voll gechillt. Ich kann die ganze Zeit einfach nur denken. Das macht mir voll viel Spaß irgendwie. Das Problem ist jetzt, bis wir noch mal ins Bett gehen, das sind dann noch mal so 7-8 Stunden. Ja, ich weiß, es dauert noch ewig. Ich glaube, jetzt ist es erst 13 Uhr oder so. Mhm. Aber ich überlege, ein paar Schmackos zu essen. Oh Mann. Ja, mach doch. Ist doch okay. Aber du musst halt wissen, dass du dann die nächsten Tage lieber so viel hast. Guck mal, das ist Julia und meine Schokolade hier. Ja, krass, es sah so aus, ob du nur jeder noch zwei... Noch mal Ach so, jeder hat... Ich habe gedacht, die haben nur noch insgesamt 2 Stücke. Ach, krass. 2 so eine Brücke jetzt hier. So. Einen nehme ich jetzt hier raus. Den einen packe ich jetzt hier fleißig wieder rein. Direkt wieder in Richtung Werkzeugkoffer. Also ganz ehrlich, wenn ich das sehe, habe ich das Bedürfnis, was zu essen und mir irgendwie Fettreserven für den Winter anzumampfen. Wisst ihr das? So. Zack. Und da rein, Amel. Bleibt eben aber nichts anderes übrig, ey. Überlegt mal, Leute, Multimillionär futtert Hundefutter mit Schokolade. Scheiße, kann man sich auch nicht anders vorstellen. Ey, bleibt nichts anderes übrig, Leute. Essen ist Essen. Er weiß danach auf jeden Fall sehr viel mehr zu schätzen. Gefühlt, ich weiß jetzt schon mehr zu schätzen, Leute. Und ich hab's nicht gemacht, ich seh's nur. Gott, schlimm, ey. Also wirklich, ich muss wirklich sagen, ey, was Seven Wars mal seit 4 Jahren, ne, in mir gemacht hat, ey, finde ich wirklich krass. So mein Konsumverhalten, okay, vielleicht jetzt nicht nur durch Seven Wars Wild, so, aber mein Konsumverhalten in den letzten paar Jahren hat sich so drastisch verändert einfach nur. Früher war ich immer so, boah, ich will das haben, ich will dies haben, ich will das, bla bla bla. So voll konsumgeleitet, ne. Mittlerweile bin ich so, jo, ich will das loswerden. Ich will nichts Neues kaufen. Brauche ich das wirklich? So wirklich, wirklich? Weiß nicht. Brauche ich das wirklich? Nee, ich brauche das nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Oder auch heute, Black Friday, ne? Heute ist Black Friday, Leute. Was habe ich geholt? Okay, in Deutschland ist Black Friday teilweise eh totaler Scam, ne? Also passt auf, lasst euch nicht weppeln. Aber was habe ich geholt? Jo, bei einem Laden, der eh insolvent ist und Ende des Jahres schließt. Da ist 70% auf alles. Geil, da habe ich mir tatsächlich wirklich was gegönnt. Da war ich so, okay, gut, da hole ich mir ein bisschen was. Aber selbst da war ich so, nur weil es jetzt günstig ist, brauche ich das wirklich? Nein, brauche ich nicht. Ich habe wirklich, da waren echt coole Sachen drin. Da waren wirklich schöne Sachen drin. Und ich war so,
Nö. Ey, früher hätte ich das safe mitgenommen. Wirklich hundertprozentig das mitgenommen. Ey, ich hätte auch den Originalpreis gezahlt. So, wisst ihr? Das ist richtig krass. Also mittlerweile, ich weiß so richtig alles so zu schätzen. So, bräuchte ich das? Ich brauche das nicht. Boah, richtig heftig, Leute. Richtig heftig. Also wirklich, das ist einfach krass. Und hier ist einfach mal so, weil, zeigt mir das wieder. So, wir brauchen das gar nicht. Das ganze Zeugs. Wisst ihr? Wir brauchen das gar nicht. Wir brauchen einfach nur Gesundheit. Ja, mein Daumen, ja. Nee, ich weiß nicht, was das war. Mein Daumen hat sich ja vor ein paar Wochen hat er sich verfärbt. Ich habe keine Ahnung, was das war. Der war einfach für, ich glaube, 4-5 Tage. Ich habe geschrubbt und sowas und wie also sonst was. Ich habe erst gedacht, so, vielleicht habe ich ihn irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Komisches gegriffen. Es sah aus wie Henna, wisst ihr? Die Farbe. Aber es ging nicht weg, auch mit Seife und so. Ich habe mit einer Bürste richtig geschrubbt und so. Es ging nicht weg. Das war irgendwie unter der Haut. Keine Ahnung, was das war, ey. Keine Ahnung, ich brauche Gesundheit. Ja, wir brauchen schon... Okay, stopp. Stopp. Das habe ich nicht gesagt. Subs brauchen wir alle, Leute. Let's go. Amazon Prime, denkt dran, ist kein Crime. Ausrufezeichen Prime. Ey, ihr dreht mir meine Sachen einfach in den Mund um. Ausrufezeichen Doni. Bumm. Let's go. Walnüsse. Nee, ich habe in meinem Leben noch nie richtig Walnüsse geknackt. Das war... Das letzte Mal, wo ich Walnüsse geknackt habe, das war wahrscheinlich vor, keine Ahnung, vor einer halben Ewigkeit, vor 10 Jahren oder so mit meinem Opa. Das verändert jeden. Das ist am Ende nur die Dinge wichtig und unbedingt nötig sind. Shelter, Feuerzeug und Nahrung. Ja, Mann, und Gesundheit. Okay, gut, bei mir in den letzten Jahren sind halt auch sehr viele gestorben, wisst ihr, wie ich meine? Und mir ist aufgefallen, so krass, man kann nichts mitnehmen. Die gehen einfach so. Sind tot. Und alle ihre Dinge sind hier. Alles. Wisst ihr? Vielleicht hat das auch viel mit mir gemacht. Also ich weiß, es ist wirklich sehr, sehr krass viel, weiß ich mittlerweile so zu schätzen. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist wirklich krass. Okay, let's go. Weiter geht's. Lernt es wirklich zu schätzen, Leute. Wir können nichts mitnehmen. Wenn wir überhaupt irgendwo hingehen. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir einfach für immer. Punkt, weg. Tschüss, bye bye. Schlimm. Geile Aufnahme. Ganz schön rutschig. Muss aufpassen, dass man nicht abschmiert. Mein Beileid, Leute. Wasser geholt. Aufpassen, schlimm, aufpassen. Es sind nicht mehr allzu viele Tage, kriegen wir schon noch rum. Und macht Laune. Und wir haben genügend zu tun, müssen aber die Kräfte auch einteilen. Es macht Spaß, oder? Ja. Ja, saugeiles Ding. I'm sorry, ich fühle dich gedrückt. Immer wieder würden wir es machen, oder? Ja, aber es ist trotzdem zum Kotzen. Nein, das ist geil, oder? So, mit dir nie wieder, nie wieder. Mit mir, weil es immer regnet, gell? Genau, du bringst das Pech. Ich bring Pech und schlechtes Wetter. Und die schweren Verletzungen. Denk dran, hinter jedem Scherz ist auch ein wenig Ernsthaftigkeit. Oh mein Gott, was geht? Hallöchen. Aber auch die schlechte Laune. Nein, die gute Laune. Warum haben wir... Oh Gott. Ich kann nicht mal reden. So, ich halte einfach die Fresse. Manchmal singt man besser, als man redet. Ei, ei. Du hältst jetzt mal die fucking Schnauze. Okay. Aha, ihr macht es jetzt klein. Boom, bang, boom. Was ist am Donnerstag? Joey live erleben, hä? Was macht der? Ist er auf Tour oder was? Hört ihr das? Ja. Hört sich an wie Hugo beim Schlafen. Genau. Wir denken an dich, Hugo. Du bist immer bei uns beim See. Als ob Hugo so singt, ey. Oh mein Gott. Gehen. Oh. Oh.
Schatten. So macht das Spaß. So macht das Spaß. Hier ist eins. Ach so, er kommt in deinen Ort. Was macht der aber da? Ich habe gedacht, er wohnt da. Beim Sägen aufgefallen. Also erstmal kann man mal hier stolz zeigen. Ich bin fleißig am Sägen. Ich bin wirklich fleißig. Ja. Ah, Leute, Rainbow sieht einfach hier Joey Kelly am Donnerstag. Der ist irgendwie in seinem Ort da unterwegs. Ach, krass. Cool. Ja, alles schon gesehen. Okay. Da fiel mir gerade ein. Ich habe was vergessen. Ich habe wirklich was vergessen. No way! Der Kalender. Weiterführen. Das haben wir noch nicht vergessen. Wie ein Tag, ey. Allein schon nur hier hinzukommen, boah. Irgendwie anstrengend. Über was hält dein Vortrag? Grad, Leute. Schlimm, ey. Die Schlingfallen sind weg, Leute. Joe, Schlingfallen weg. Joey Shelter ist noch. Schlafenszeit. Hallo, Uwe. Da macht sich einer für sein Bettchen bereit. Ja, was wird hier gemacht? Die Schuhe so überstülpen, damit da kein Tau rankommt. Ja, das ist sehr smart. Der ist Survivor Guy. Ja, das haben wir gelernt. Zack. So, das wird dann da hingelegt. Ab in den Schlafsack, mit Klamotten, mit voller Montur hier. Ja, Mann. Ich bin schon echt ready zu schlafen, obwohl ich heute wirklich sehr, sehr lange Zeit im Schlafsack verbracht habe schon. Ja, ready für ich glaube, Pizza. Ihr habt sowieso... Boah, hör auf mit Pizza! Sei froh, dass jemand zwischen uns liegt, sonst hättest du jetzt eine abbekommen. was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich durcheinander gebracht mit der Pizza. Ja. Joey Kelly hält einen Vortrag, wie man mit Leidenschaft, Wille, Disziplin und guter Vorbereitung seine Ziele erreichen kann. Oh mein Gott, wie geil. Kann man sich da anmelden? Boah, ich liebe solche Vorträge. Das sind so Motivationsvorträge. Boah, ich liebe sowas, Leute. Ich höre sowas so gerne. Ich liebe sowas. Boah, gerade von solchen Menschen. Ich lieb sowas. Also so Biografien und sowas. Auch voll interessant. Ja, komplett. Joey ist gerade schon nochmal für kleine Mädchen, glaube ich. Oder nein, für kleine Jungs. Joe erzählt da hinten wieder irgendwas, kurz vorm Schlafen gehen. Das Feuer geht noch ein bisschen. Und wir gehen jetzt alle schlafen. Was ich sagen wollte, ja, ich glaube, ihr habt mich den ganzen Tag tatsächlich nur aus dieser Position gesehen. Nur ja. Im Schlafsack. Ich war auch ein bisschen draußen. Nein, sie war auch am Feuer. Aber nicht viel. Nee, gar nicht. Wir haben die Kassetten noch geholt. Den Kassettenrekorder habe ich geholt. Stimmt. But that's about it. Heute war wirklich ein Schlafsacktag. Ich bin gespannt, was morgen passiert. Das, der ganze Schnee, der taut schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da ist es ein bisschen weniger weiß als heute Morgen. Die da ist jemand durch die Gegend. Guck mal hier, Achtung, da ist jemand durch die Gegend, so hoher Zombie-Modus. Achtung. Man das erkennen kann. Und? Da ist es ein bisschen weniger weiß als heute. Seht ihr? Boah, gestolpert beinahe. Heute Morgen, die Bäume sehen wieder ein bisschen grüner und brauner aus. Nicht mehr ganz weiß. Vielleicht können wir morgen wieder raus und ein bisschen mehr machen. Das wäre cool. Ey, ist die Decke hier unten kalt oder einfach nur nass? Beides. Die ist ein bisschen feucht. Oh nein! Ja, die ist klamm. I. Scheiße. Kacki. Oh nö. Ja. Tag 11 geht zu Ende. Du kannst dich ein bisschen zur Seite rollen, bis ich mich zwischen euch gekuschelt habe. So, ich bin bereit, mich wieder in meinen Schlafsack einzukuscheln wie eine kleine Raupe. Wir hören uns morgen, lieber. Ey, ich bin mir sicher, keiner bricht mehr ab, Leute. Ich bin mir 100% sicher. Geil. Leute, gute Nacht. Leute, Julia schafft einfach schon nur so bald 14 Tage. Geil, Girl. Ich freue mich. Wie geil wäre das, Leute? Oh mein Gott. Das einzige Frau, Leute. Das wäre schon geil. Das ist das
Staffel zumindest. Letzte Staffel, die Mädels haben es ja auch geschafft. Aber ist trotzdem sehr geil. Hier schön. Hallo. Oh, kalt, ey. Friert ihr nicht, ihr Armen? Hallo. Tag 12. Minus 4 Grad. Boah. Katastrophe. Minus 4 Grad. Digga, kann man niemandem erzählen, ne? Unbelievable. Das Gesicht sagt schon wieder alles. Wollen wir tauschen? Das ist so schwer zu machen. Ja. Krämpfe? Alter. Tauschen. Nein, Mann. Diese Krämpfe, die machen mich nicht fertig. Oh nein. Aber man hat gar nichts von dir in der Nacht, ey. Muss ja, was soll ich denn machen? Heulen? Ja, irgend so. Nee. Das mache ich aber auch nicht. Also wenn ich irgendwie Krämpfe habe oder sowas, dann tue ich da auch nicht irgendwie so machen oder so. Ich leide einfach still und heimlich vor mich rum so. Ich hoffe einfach, dass es vorbeigeht, wisst ihr? Ich glaube, das ist so ein Frauending vielleicht. Oh, fuck, Alter. Ja, genau. Das ist auch so das Einzige, was ich sage. Aber erst sobald man sich bewegt, Leute. Boah, ich verstehe das nicht, Mann. Unterleib oder Bauch? Hier, diese... keine Ahnung, diese Krämpfe, die ich die ganze Zeit habe. Ja. Die werden einfach nicht besser. Wenn überhaupt schlimmer. 2 Tage noch. Ja. So, Entschuldigung, ich gehe heute mal die Krämpfe zusammen abgeben. 2 Tage. Es ist ein und hoffentlich ist es dann weg, nicht, dass es danach immer noch genauso ist, wisst ihr? Oh mein Gott, nein, sagt sowas nicht, nicht Code Yellow. Nein, 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 Julia hält durch, Julia hält durch, Julia hält durch. Morgen. Da oben in den Bergen von Neuseeland. Aloha. Aloha hört sich, das ist ja bodenlos, Aloha hier in den Chat zu schreiben, Leute. Hallo, es ist Winter. Nix da, Aloha. Aloha ist Hawaii. Nix da, nimm dein Aloha zurück. Es ist Winter. Pass dich an. Mit deiner Sprache. Oh mein Gott, der Briefkasten ist zugefroren. Ja, da. Kommst du einfach so auf? Mit Axt einfach. Ja, kommst du so. Ja, das ist... Mach mit Axt auf. Mach mit Axt. Jalla. Pum. Ja, dann ist die keine Ahnung, lass dir was einfallen, wie man sich im Winter begrüßt, aber nicht mit Aloha. Er hat halt wirklich das Ding abgemontiert, Leute. Was hat er hier getan? Eher rabiate Methode gewählt, die Box zu öffnen, aber da hatten wir leider keine andere Möglichkeit. Die ist komplett zugefroren. Mit der Axt? Haben die wirklich gemacht, oder was? No way. Ja, dann ist die eher rabiate Methode gewählt, die Box zu öffnen, aber da hatten wir leider keine andere Möglichkeit, die ist komplett zugefroren. Und da ist noch Tag 10 drin. Ich glaube, die können sie nicht mehr zurückschicken, Leute. Also legen wir gerade den Deckel wieder drauf. Die sollten dann in der Lage sein. Die randalieren richtig, Leute, ey. Geil. Um das rauszuholen. Ja, sorry. Wie Joe Schlingfallen. Ich hab gedacht, die sind nicht mehr da. Was ist das? Hallo, weg da. So, Leute. Hallo. Es ist soweit. Geht's dir besser? Ich esse jetzt tatsächlich nochmal... Schmacko. Ein Schmacko-Fatz? Ja. Yeah. Vielleicht 1 bis 2 Schmackos, wenn ich das schaffe. Keine Ahnung. Vielleicht wird's auch nur einer. Ich werde jetzt diese 2 Schmackos mit runterdrücken und danach meine letzten 2 Stücke Schokolade essen. Damit ich danach wieder einen normalen Geschmack im Mund habe. Und es mir vielleicht ein bisschen besser geht. Weil ich bin wirklich... Es ist so krass, sobald ich aufstehe, wird mir sofort schwindelig. Und jeder Meter, den ich gehe, ist einfach so todesanstrengend. Ich bin einfach komplett am Ende. Aber... Das hat man auch bei Untergewicht, ne? Also hat man auch so ein bisschen Probleme. Es kann sein, dass sie hatte halt wahrscheinlich Normalgewicht, ne? Also würde ich jetzt mal schätzen. Also sie hat sich ja auch nicht irgendwie extra nochmal was drauf gegessen, vielleicht 1-2 Kilo maximal, ne?
So, und dann ist man schnell im Untergewicht, wenn man 11 Tage nichts isst, ne? Das ist schlimm, ey. Ho, ho, ho. Ja, hast du endlich hier an deiner Begrüßung gefeilt. Ho, ho, ho. Genau, so kannst du begrüßen. Nicht mit Aloha hier. Egal, noch 2 Tage. Sehr gut. Und dann haben wir es geschafft. Hier wird auf jeden Fall durchgezogen. Egal, ob ich nur sitze 2 Tage lang noch oder, naja, 3 mit heute. Oder nicht. Darauf ein Hundefutter. Oh Gott. Oh Gott, mir ist schlimm, die Arme. 2 Kilo hat sie sich angefuttert. Ja, 2 Kilo, seht ihr? Und die sind an einem Tag, maximal 2-3 Tage, sind die spätestens weg. Wie viel verliert man pro Tag? ChatGPT, wo bist du? Wie viel Kilo verliert eine Frau? 1,70 Meter. Ich nehme jetzt einfach mal meine Maße, weil ich glaube, Julia ist ungefähr genauso groß. 1,70 Meter groß, ungefähr, ich würde auch sagen 60 Kilogramm, wahrscheinlich, plus minus. Wenn sie 12 Tage nichts isst, Fragezeichen. Ist sie Schmackos und so ein Zeug, das zählt nicht als Essen dazu. Hier. Der Gewichtsverlust bei einem 12-tägigen Fasten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da, 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 Grundumsatz, bla, bla, bla. Ja, aber sonst war mir. In den ersten 2 bis 3 Tagen können 2 bis 3 Kilo durch Wasserverlust verschwinden. Über die gesamten 12 Tage können weitere 2 bis 3 Kilo Fett und gegebenenfalls etwas Muskelmasse abgebaut werden. Ergebnis: Eine Frau könnte in 12 Tagen ohne Nahrung etwa 4 bis 6 Kilo verlieren. Abhängig von Hydration und Aktivitätslevel. Ja, 6 bis 7 würde ich dann eher schätzen. Boah! Auch wenn man ausreichend getrunken hat. Immerhin knusprig. Immerhin knusprig. Also bedeutet, ich schätze auf 7 bis 8 Kilo, was sie verloren hat. Das ist viel, das ist wirklich viel. Safety ist jetzt im Untergewicht gelandet. Ein leichtes halt, ne? Bist du schon so weit, dass dir die Dinger schmecken? Ja. Ja? Mhm. Und findest du die lecker? Ja. Also so vollkommen okay halt, weißt du? Mhm. Nee, so weit bin ich nicht. Schmackos wurden mit viel Wasser runtergespült und runtergewürgt. Ich sitze jetzt am Feuer und jetzt wird mein letztes Stück Schokolade zelebriert, Leute. Ja. Ich freue mich gerade so unglaublich doll über diesen letzten Bissen hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin so froh, dass ich mir das aufbewahrt habe bis heute. Es sind nur noch 2 Tage nach heute und die kriege ich absolut auch noch ohne rum. Boah, hier sind noch Krümel. Die werden natürlich auch gegessen. Aber sowas von. Mhm. Geil. Ich habe so viele Tage ohne Essen geschafft, da ist das jetzt eigentlich absoluter Luxus. Aber das Ding ist halt, dass meine Energie so krank am Ende ist, dass mir das zumindest für eine kurze Zeit jetzt helfen wird, glaube ich. Zumindest spendet es mir neue Lebensenergie. So, here you go. Die letzten 2 Stückchen Schokolade, die wir noch übrig haben, an Tag 12. Cheers. Oh, ich krieg Gänsehaut, Leute, die Arme. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie das schmeckt, ne? Das ist so komplett surreal. Wenn man die ganze Zeit gar nichts isst und dann plötzlich so ein Stück Schokolade hat, das hittet so anders. Also selbst wenn ihr irgendwie mal auf Diät wart oder sowas und dann lange nur so super gesundes Zeug gegessen habt und dann wieder ein Stück Schokolade isst, das kann man trotzdem nicht vergleichen. Aber es ist trotzdem etwas komplett anderes. Alles springt und hüpft in mir. Auch wenn man es mir gerade von außen nicht ansieht. Oh mein Gott. Das kann man wirklich keinem erzählen.
was wir hier die letzten 12 Tage erlebt haben und wie hart das eigentlich war. Das ist einfach komplett, komplett absurd. Ich weiß nicht, was das in meinem Leben noch toppen soll. An Extremheitsgrad. Hoffentlich nichts mehr, ey. Gott. Schlimm. Kannst nicht glauben. Ihre Lippen sehen besser aus. Oh mein Gott. Guck mal, wie gut ihre Lippen mittlerweile aussehen. And the last piece. Leute, ihre Lippen werden richtig gut gerade mittlerweile. Ich glaube, die sehen jetzt am besten aus, oder? Von allen. Oh Mann, ey, das tut voll weh, Leute. Ich habe auch heute eine Verletzung an der Lippe. Hier. Aber es tat gut. Das ist das Wichtigste. Ja, jetzt heißt es erstmal, bisschen die Zeit rumkriegen, denn das Gute ist, es regnet und schneit nicht mehr. Oh. Ja, schauen wir mal. Ansonsten jetzt erstmal gleich Zähne putzen. Nichts Spezielles. Julia hat richtig Magenkrämpfe. Sie hat immer jede Nacht hat sie Magenkrämpfe. Auch voll krass. Ja, und ansonsten, das sieht hier ein bisschen aus. Hier haben Leute gelebt und alle sind weg. So ist es ja auch am Ende. Schneegesellschaft, ne? Da liegen immer noch hier ein paar Sachen. Also von dem Flug. Boah, wie hieß diese Flugnummer nochmal? Warte mal. Schneegesellschaft, Flugnummer in den Anden. Flug 571. Fuerza Aérea Uruguay. Katastrophenflug, unvorstellbar, Kampf ums Überleben. Schlimm, ey. Richtig schlimm. Des Tages. Die Frage ist, wie geht's weiter? Ich muss sagen, der Schnee war echt nochmal so ein Dämpfer obendrauf. So wie, na toll, Alter. Nochmal extra Stufe härter. Sorry, kombiniert natürlich mit dem Regen und dieser ekligen... Sorry. Ich habe nicht gedacht, dass ihr das wisst, dass ihr das auswendig wisst. Ja, Mann, Julia, echt die Arme, ne? Eisigen Kälte. Deswegen mussten wir leider im Shelter hocken. Ja, aus Sicherheitsgründen ganz einfach. Sonst hätte das hier jeder abbrechen können, weil sonst wären wir unterkühlt. Und das wäre ja erstmal scheiße für unsere Challenge, für unser Ehrgeiz und natürlich auch scheiße für die Seven vs. Wild Community, wenn wir hier plötzlich alle abbrechen wegen Schnee und Regen. Ja, vielleicht können wir heute und morgen noch ein bisschen mehr machen. Ja, ich pflege mich jetzt erstmal ein bisschen. Ich putze jetzt Zähne und mache mich mal untenrum mal so ein bisschen frisch. Das Wasser ist so krass kalt. Einfach mit dem Mund erwärmen. Haben wir hier wieder schöne Aussicht hier in Hamburg, ja, an der Hafen City hier, am Wasser. Ja, geil. Könnt ihr mir gleich noch mal ein Käffchen? Dann geht das so langsam los. Pre-Workout. Dann ist Gym. Oh Gott, Leute, dieses T-Shirt, das... Ja, so machen wir das heute. Pures Kokopapier. Ich habe jetzt gerade mal den Draht aus dem Flugzeug geholt, den ich für die Haarbürste benutzen wollte. Und ich glaube, ich versuche das jetzt gleich einfach mal. Wirklich? Eine zu basteln. Mit sowas? Danach hat sie doch keine Haare mehr. Schlitze, keine Ahnung. Ja, erst ein Schlitzen und danach alle Haare sind weg. Wir werden sehen, ob das klappt oder nicht. Aber ich brauche irgendeine Beschäftigung, die nicht so anstrengend ist. Ich brauche jetzt zwar keine Haarbürste mehr, aber dann kann ich wenigstens ein kleines Souvenir von hier mitnehmen. Falls es überhaupt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich werde es mal probieren. Das Grundgerüst steht, Leute. Das ist jetzt mein nackter Stock. Ich habe hier quasi alles abgemacht und jetzt werde ich so kleine Rillen hier reinritzen, damit da der Draht rein kann. Bisher sieht es gut aus mit meiner Konstruktion. Wer weiß, wie es sich noch entwickelt. Das ist bisher ja Einkerbungen drin. Ich verstehe halt nicht, wie das machen will, Leute. Das mit dem Draht ihr das? Ungefähr hält an den Stellen, wo ich mir das gedacht habe. Hä? Ja. Ja, das hält richtig gut. Aber wie genau befestigen sie das? Geil! Ich verstehe das nicht. Oh mein Gott, also bisher scheint mein Plan zu funktionieren. Ich muss das gleich dann noch da eindrehen. Und dann mache ich hier so Zacken. Und dann habe ich hoffentlich ein Kamm. Aber ich mache das jetzt noch ein paar Mal so bis hier. So,
Gott, Leute, ich glaube, das ist eine richtig dumme Idee. Ich fange jetzt hier oben an. Oh mein Gott. Ihn da so reinzumachen? Sag mir nicht gleich kurz Yellow da, dass er sich plötzlich komplett aufschlitzt. Und dreh das dann so. Oh mein Gott. Ganz einfach. So. Versucht sich eine Bürste zu machen, Leute. So. Und jetzt mache ich das nochmal nach unten. So, dass der Draht quasi doppelt ist, also vierfach. Ich hoffe, das geht. Ah, das wird so ein Kamm, sowas in der Art. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Guck mal hier mit ihrem Kamm. Geht voran, guck, wie weit ich schon bin. Krass. Und guck, wie stabil. Das Ding ist, man macht da seine Haare rein und dann bleiben die hinter bei jedem Ding würden meine Haare... Oh nee, ich würde das auf keinen Fall in meine Haare machen, aber es sieht sehr gut aus. Ich werde dir nachher die Haare bürsten, aber richtig. Ja, sag ich ja dir. Männerhaare würden damit bestimmt gehen. Hier, bürsten wir hier das bisschen hier so. Mein Bart kann man vielleicht schon bürsten mittlerweile. Und danach, nach Sam vs. Wild, habe ich richtig Bock auf so eine fette Massephase, Alter. Mit Pizza. Schön fressen, trainieren wie so ein Berserker. Und dann so muskulär gesehen auf über 90 Kilo oder so. Oh. Ein bisschen nervt mich das auch, muss ich sagen, dass ich mir nichts angefressen habe. Ich mache das irgendwann, wenn wieder so ein Projekt ist oder was weiß ich. Wenn wieder so ein Projekt ist. Okay. Hast du einfach nicht drüber nachgedacht? Nee, ich dachte so. Krieg ich schon hin? Keine Ahnung. Du dachtest sowieso vor allen Dingen mit allem. Das kriegst du schon hin, ne? Ja, genau. Oh mein Gott. Aber jetzt hat man ja mal so Erfahrung gesammelt, ne? Ja. Weil Joey auch, was hat er, ich glaube, 20, 25. 20, Alter. Ja, 20 Kilo hat er sich angefressen. Ja. Und wir waren zwei. Bei dir waren süße zwei. Ich hab. Bei Staffel 5, ja. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Warte mal. Chico. Chico steht hier so rum und ist so: Hallo. Chico, ja, Mann. Ich hab in der Business Class hab ich reingehauen. Nach sehr Singapur. Gut. Dachte ich, komm, jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen reinhauen. Ja. So, Leute. Mein Kamm ist fertig. Ja, es geht ihm viel, viel besser. Da ist er. Sieht der nicht mega cool aus? Und er ist sogar extrem stabil. Ich werde das jetzt auf jeden Fall... Eigentlich habe ich ja gesagt, ich mache meine Haare nicht mehr auf. Aber der muss jetzt getestet werden. Uwe, kann ich bei dir starten? Kannst du mal gucken, ob es bequem ist? Ist vielleicht auch einfach so ein Massagekamm für dich. Für mich definitiv, ja. So, der Kammtest. Ein bisschen kämmen. Ach, guck mal, hörst du, da geht schon was, ne? Ja doch, die Knoten, die gehen schon raus. Ja, ne? Ich sehe das. Keine du hast Kletten so mehr. Viel Asche auf dem Kopf. Endlich klettenfrei. So. Aber ist gut? Mhm. Oder scharf? Nö, ist gut. Tut nicht weh. Geil. Kann man direkt vermarkten. Ich bin jetzt ab und zu durch die Wohnung gerast, nicht? Perfekt. Joe, ich habe noch mal ein bisschen Holz gesägt. Deshalb habe ich gedacht, ich fange hier jetzt mal ein. Meinst du, das langt nicht das und das so bis Ende? Nein. Echt? Hat Joe auch gesagt. Weiß nicht. Krass. Aber ist kein Problem, kriegen wir hin. Ja, er holt gerade noch einen Ast und dann säge ich nachher noch ein bisschen weiter. Super. Okay, Joey sagt auch lang nicht. Alter! Als ob das Oha, geht. Oha, das funktioniert richtig gut. Krass. Oha! Okay, hätte ich nicht gedacht, wirklich Real Talk. Ich hätte nicht gedacht, dass es geht. Und nichts verschiebt sich. Joey, guck mal, mein Kamm. Aber hat sie danach noch Haare? Ich habe einen Kamm gebaut und der funktioniert richtig gut. Krass. Nicht schlecht, musst du direkt patentieren. Ja, ne? Patentieren? Das ist ein Drahtkamm. Ja. Gott, ich will ihn nicht haben. Ich sag dir eins, 10.000 Stück. Hä, wie krass. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so gut funktioniert. Ja, nicht. Funktioniert wirklich? Ja. Und die knicken auch gar nicht ab. Also falls du brauchst, sag Bescheid. Bei mir ist alles im Spiel. Ja? Ja. So verknotet?
Wie machst du das dann? Einmal abrasieren, oder? Ey Leute, ich bin gerade richtig stolz. Ah, okay. Wie cool ist das denn? Ich habe einfach einen Kamm gebaut. Oder du leistest dir mal den Kamm. Geil. Krass, ja, ey. Joey, du bist free to use it. Ich weiß nur nicht, ob es sehr zu spät ist halt, ne? Not bad here. Not bad. Gott, wie das aussieht, Leute. Katastrophe. Also, ich Katastrophe, muss den Baum leider von hier oben holen. Vielleicht sind hier was über die Freifläche da. Untertitel, Joe. Ey, ihr könnt mich nicht sagen, dass es auf Amazon so stand, oder? Das ist doch safe extra so eingebaut worden. Ey, 100 pro, oder? Dann gekommen, aber den Hang runter. Kann ich schleppen. Und dann können wir dann zusammenarbeiten. Suche ich mir was Schönes. Nicht allzu dick diesmal. Dass ich es auch gut handeln kann. Aber es ist nochmal schön zu sehen. Es gibt ein paar Hasen. Dann 3-4 Fährten von Hirschen, die ins Tal sind und auf der anderen Seite dann raus sind. Und das war's jetzt hier von den gigantischen Rudeln, die es hier vermutlich gibt. Es ist nichts mehr da. Okay, das hatte ich jetzt nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Ja, sie ist auch unten, ne? Ja, man vor. Oh, das tut mir leid, wie er weh. Kuschelt es auch. So. Leider ist es heute dicht geblieben, aber es hat immerhin über 0 Grad. Puh. Leben ist Leiden. Ja, aber sowas von, ey. Seven vs. Wild ist Leiden. Seven vs. Wild, genau. Ich wollte gerade sagen, besonders bei Seven vs. Wild ist es Leiden. Seven in the Wilds. Boah, ich bin Seven gespannt. Vs. Wild. Crashed. Wie es weitergeht. Ich finde es sehr geil, dass wirklich 4 Teilnehmer noch da drin sind. Und sozusagen nur 3 weg sind. Ich habe einfach gedacht, es schaffen 7, ne? Wie naiv war ich eigentlich? Okay, ich glaube, die 4, wir sehen die Gewinner, oder? Safe, niemand geht. Ey, Julia, wehe. Julia geht nicht. Ja, sie hat Magenkrämpfe und so, aber sie hat sie schon die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass sie geht. Sehr geil. Wirklich eine sehr, sehr coole Folge. Ich bin sehr gespannt auf die nächste. Jetzt noch 2 Folgen, ne? Und oh mein Gott, und das ist zu Ende. Oh mein Gott, abwarten. Nächste abwarten. Julia hat gewonnen. Punkt, fertig, aus. Nein. Nessie, deine Symmetrie muss noch angepasst werden. Als ob Joey Kelly geht. No way. Ich weiß, die beiden gehen, er geht, Julia bleibt als Einzige noch drin. Oh mein Gott, wie geil wäre das? Dann wird die Symmetrie richtig passen. Das wäre tatsächlich wirklich geil. Aber anders, no way, geht gar nicht. Crazy, ey. Sehr geile Folge wieder. Ich freue mich auf die nächste.